So, kurz vor 20 vor 7 auf dem Samstag, die Sonne geht auf und es geht zum Training mit meinem liebsten Schagobert. Oh, boah, das ist geil. Erste Amtshandlung, erstmal für ein bisschen gute Musik sorgen. Als wäre es abgesprochen. Oder? Krass. Als würden wir vielleicht doch zusammen wohnen. Alex? Oh, da. Hier ist das gute Zeug. Ich habe was Feines für dich mitgebracht. Du hast die Wahl. Willst du so eine unnötige Weste oder willst du ein paar Energiegetränke? Ich weiß ja nicht, will ich eine reinge- und vollgeschwitzte Weste? Oder? Ich habe da nicht reingeschwitzt. No. Natürlich. Immer ein T-Shirt an. So. Boah, immer nackig da rein. Aber ich glaube, das haut jetzt, einem die Mittel weg. Jetzt kriege sogar ich ein paar Voss-Dosen. Also Voss, wenn ihr das seht, ne? Die nächste Lieferung nicht unbedingt an den Schagel schicken. Der hält mich an einer kurzen Leine. Ich habe gesagt, gib mir... Hier mal ein Döschen, da mal ein Döschen. Gib mir den Pfand der geliehenen Dosen und ja. Jetzt neue. Bis jetzt ist er noch nichts rübergekommen. Wie der Dealer, der die Leute anfixt, ey. Und dann mal kurz so... Wenn du guten Stoff willst. So, hau rein hier in den Laden. Oh. Finally. Was denn? Oh. Warte, musst du einen Knopf drücken. Die nehme ich immer, wenn im Workout nichts mehr geht, dann drücke ich den Rasselknopf. Ach, was soll's. Ist doch gar nicht so schlimm. Da geht doch noch 50 Thruster. 100 Meter und so weiter. Ja, ja. Hab ich mit Weste gemacht. So, während Schagel da den sterbenden Schwan macht. Ich trage noch Pullover. Aber ist nicht schlimm. Hm. Was ist los? Gott, was ist los? Ist das müde. Was ist los? Achtu. Guten Morgen! Oh. Deutschsprachiger Raum. Ja, wir haben uns heute hier versammelt, um mal wieder eine Runde zu ballern. Endlich, endlich. Oh, endlich! Ja. Finally! 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 Ihr müsst wissen, wenn wir es nicht filmen, trainieren wir ja auch gar nicht. Ja. Ohne Kamera wir trainieren nur für diesen Kanal. Wir reden auch nicht mehr, wenn die Kamera nicht an ist. Nee. Auch nicht miteinander. Nee. Und sind vor allem nicht lustig. Nein. Aber das sind wir auch eigentlich nicht, wenn die Kamera läuft. Und, da könnten wir auch ruhig mal, wir hören ja ganz oft Mensch, ihr seid so witzig. Nee, darum geht es nicht. Eigentlich wollen wir schon ein bisschen auf die Kacke hauen. Und als solches solltet ihr uns auch sehen und abonnieren. Die Open stehen vor der Tür. Wupp. Es sind jetzt noch ungefähr 4 Wochen so, ziemlich genau, ne? Aber es läuft. Ja, ich hatte letzte Woche, kann man ja so nebenbei auf eine Frage eingehen, diesmal das Pensum und so und wie läuft das und auch in deinem Alter und so. Letzte Woche hatte ich gerade... Wie läuft es denn so mit deinem Alter? Alter, es geht voran. Das ist das Einzige, was nur alleine läuft. Ja. Da ist auch mal so ein Tag bei, der so ätzend ist und so voll, dass ich dann tatsächlich, kennst du das, bist danach so geschrottet und auf dem Weg nach Hause kriegst du Fieber. Ja. Und wirst krank. Wenn man so richtig einfach komplett leer gelutscht. Genau. Und dann überlegst du dir, dann fragt deine Frau, was ist los? Und du musst dir was Gutes überlegen, weil... Damit sie nicht sagt, bleib im Bett. Bleib im Bett, genau. Oder... Du gehst nicht zum Training. Selbst schuld. Nichts. Nur ein bisschen müde. Ja, apropos. Also, wir sind gespannt, was drankommen wird in den Open. Mhm. Ich habe ja die Vermutung, es gab jetzt ja dieses 18.0 oder 18.0. Mhm. Ich kann mir ja vorstellen, dass 18.1... 18.0 ist, aber halt mit wesentlich mehr Wiederholung. Ich glaube, dass 18.1 17.1 ist, aber mit den neuen Burpee-Standards. Ah, nee, glaube ich nicht. Ja, ich aber. Ich das, glaub, Alter, da glaubst du aber falsch. Ich glaube, mit 18.0 hat das nichts zu tun. Ich glaube, dieses Ding hier wird wiederholt. Das Snatch-Workout. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass sie einfach...
Einfach die alten Workouts nochmal neu zusammenwürfeln. Ja, wir sind gespannt. Also unsere Tipps sind Gold wert. Ja, ja, verlasst euch nicht drauf. Ja, ich glaube auch, dass nichts dran kommt mit Burpees und auch nichts mit Thrusters. Aber jetzt wollen wir mal aufhören zu sammeln und anfangen, so ein bisschen zu ballern. Herr Schagel, mach doch mal die Heizung an. Soll ich mal die Heizung anmachen? Ja, ja, ich trage nämlich noch, ich trage noch Pulli. Ich trage sogar lange Boxen. Ui. Und da drunter ist auch einiges los. Ich dachte, das wäre Beinfell. Äußerst dicke Borsten. Ist ja abgefahren, die sehen ja geil aus. CrossFit Hipster auf Doom Aufkleber. Ja, also wer die noch nicht bei uns in den Stories gesehen hat, der sollte sich zum einen schämen und uns schnellstens auf Instagram folgen. Hier. Und die Aufkleber, die werden wir jetzt immer mitschleppen. Zeig doch mal her. So. Ja, hab ich doch gerade. Ja, aber nochmal hier, wie schön der ist. Schön. Und der Aufkleber auch. Die werden wir jetzt immer auf die Events mitschleppen, wo wir sind, oder die Boxen, die wir besuchen. Und wenn ihr Bock habt, kommt vorbei und kriegt ihr einen in die Hand gedrückt, genau. und kriegt noch einen Bussi. Großartig rumschicken ist ein bisschen schwer. Also da wurden wir auch schon gefragt. Aber das, genau, also ich, wir wollen vor allem so aus Aufklebern, wollen wir jetzt wirklich kein Geschäft machen. Das wäre ein bisschen bitter. Das haben wir auch nicht mehr nötig. Nee. Wir sind reich geworden an den T-Shirts. Nee, nee. Aber ihr könnt T-Shirts kaufen und da hauen wir einen rein. Ja. Wie ist das? Dann gibt es einen Sticker. Da kommen wir entgegen. Hast du früher Sticker gesammelt? Selbstverständlich. So Glitzer-Sticker, Filzi-Sticker. Das ist der richtige Moment, die Heizung anzumachen. Ich hoffe, dass irgendwann auf irgendeinem Schulhof in Norddeutschland CrossFit Hipster auf Doom-Sticker getauscht werden und ins Sticker-Album geklebt. Das können wir ein bisschen forcieren, indem wir auf den Schulhof gehen. Also, und deinem Sohn einfach zwingen. Nee, wir fallen ja nicht auf. Hat dein Sohn ein Sticker-Album? Ja, nur so Ninjago, also so eine Zeichentrickserie. Dann müssen wir ihn heute leider dazu zwingen, ein richtiges Sticker-Album anzulegen. Ein Album mit einem Aufkleber. Geh jetzt zu den Mädchen und tauschen Aufkleber. Den hier. So, okay. Freut nur riesig. Freut sich tierisch. Ja. Ist ja jetzt in dem Alter, in dem auch die Dinge, die Papa macht und sagt, peinlich sind. Verstehe ich überhaupt nicht. Nuri! Der Kleine noch nicht, zum Glück. So, Achtung! Heizung! Mein Komplex besteht aus 6 strikte Pull-Ups, 6 strikte Toto-Bar und 6 Muscle-Ups. Kann ich überhaupt nicht. Also ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Und danach 2 Pause Front Squats. Und Rest as needed, oder was? Ja, also ziemlich. Okay. Dann fange ich ja schon mit meinem Workout an. Oh ja, mach das. Was machst du? Ich mache 100 Double Unders, 30 Handstand Push-Ups, 75 Double Unders, 20 Handstand Push-Ups und 50 Double Unders. Hast du Bock, 10 Handstand Push-Ups? Ich mach deins. Nein, auf gar keinen Fall. Aber jetzt mach mal ein Muscle-Up, ich will dir mal filmen, bitte. Schönes Ding. Ja, ich weiß nicht, wie ich nach dem Toast the Bar da hochkommen soll. Head underwater, falling back into you. I thought we'd be smarter. Got nothing left to lose. You said you'd fall with me, no matter how far it goes. Down deep and under, we're stuck in this pattern. But I need you close. All I ever wanted was for you to prove me wrong. You're changing our colors again and again. So different, makes me wanna risk it. Every time I look at you, you pull me back into your river. Swim a little deeper, I don't need to breathe with my head underwater. Frisur am Eimer, wenn man das Frisur nennen kann. Und wieder viel zu lange gebraucht. Aber jetzt wollen wir mal gucken, wie der gute Schagel sich da anstellt. Bei seinem Gymnastikkomplex. Mal schauen. Boah, ey. Oh.
kurz. Entschuldige ich mich hiermit recht herzlich für die schlechtesten Muscle-Ups der Welt. Wie kann man, an die, die es vielleicht draußen mal probieren, wie kann man denn nach diesen strikten noch einen geschmeidigen Muscle-Up machen? Jetzt kommen die Leute wieder mit Technik und so, weißt du? Technik ist auch nicht alles. Nö. Muss auch eine hübsche Frise haben dabei. Ich mache jetzt erstmal Front Squats. Darf ich mal gucken? So, wir machen jetzt 7 Wiederholungen. Ah, das sah ja ein bisschen souverän aus, ne? Schön, 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 schönes Gewicht. Schulter. Oh, meine Schulter. Meine Schulter, bei deinen Front Squats tun mir die Schultern weh. Ich wollte noch mal kurz sagen, die Handstand Push-Ups bei mir laufen im Moment ganz, ganz, ganz schlecht. Was ist denn hier los? Keine Ahnung, woran das liegt. Ja, aber zum Glück werden sie im Moment bis zum Erbrechen geübt. Das heißt, bis zu den Open sind noch 4 Wochen. Die werden ja unter Garantie drankommen. Ich hoffe, dass bis dahin der Knoten noch platzt. Oh, jetzt erstmal. Wie soll ich denn meiner Frau erklären, dass ich beim Training war? Die denkt doch, ich war auf der Meile und habe mich auspeitschen lassen. So, die letzten 3 Front Squats. Ja. Das Schönste kommt jetzt aber noch. Kleines Workout ballern. Schau, Gobert. Ich mache jetzt ein kleines Workout. Ist mir Latte, ich bin immer noch mucksch. Was war noch so ein beschissener Komplex? Valentin, stell dich zur Rede. Ich mache jetzt 20 Minuten E-Mom. Rudern, Thrusters und eigentlich Shuttle Run, 10 Meter. Das ist jetzt hier ein bisschen schwer, da müsste ich über viele Leute rüberspringen. Und ich bin ein sehr, sehr schlechter Hüpfer. deswegen mache ich Ski-Erg. Da kann ich mich weniger verletzen. Mach doch. Nee, jetzt kommt Schagel wieder mit irgendwelchen komischen Ideen. Mach doch. Häng dir doch 2 Kettlebells um den Hals und mach Muscle-Ups mit einem Arm. Nee, gut. Geil. Ich fange an. Du machen wir viel zu selten. Warum nur? Ja, letztes Mal, als wir uns was an den Klöten gehängt haben, haben wir uns bis auf mich raufgefallen. Das war ein sehr schöner Moment. Ja. Ja. Und vor allem, wenn man sich das nochmal anguckt, diesen Unfall, den ich jetzt hier nochmal einblende. Dann denke ich zwischendurch so, da hätte viel schief gehen können. Ich hätte dir schön das Fußgelenk brechen können, mir den Hinterkopf aufschlagen. Dann wäre es aber eine interessante Open-Tour gewesen. So schön gegen die Kante, aber es wäre ein mega Video gewesen. Ja. Sowas auch gut. Ich fange mal mit dem Workout an. Schagel jetzt zwischendurch rauf, weil das ganze Workout zu filmen ist leider wirklich zu langweilig. Wo ist denn Schagel jetzt schon wieder? Ich habe kurz meine 200 Kilo Hantel weggeholt. Das war mal ein schönes Workout. Nicht. Naja. Thrusters machst du, ne? Ja, Thrusters sind auch meine Leib- und Magenspeise, oder wie sagt man? Ja, die könnte ich den ganzen Tag wegnaschen. Auch mal so auf dem Sofa. Denke ich manchmal so zwischen Chips und Ben & Jerry's. Ja. Oh, jetzt an Wex-Thrustern. Oh, das kenne ich. Wenn man so denkt, ich hatte echt genug Thrusters, aber dann ist noch was im Thruster-Topf. Und wenn man dann in die Küche geht, greift man doch nochmal zu den hauptsächlichen Thruster rein. Weißt du, was die Leute sich fragen? Ne? Diese Open-Tour, die wir machen. Hm. Wir haben gesagt, am Anfang geht es nach Erfurt. Hm. Dann machen wir ein Workout hier bei CrossFit St. Pauli. Aber seitdem haben wir nicht mehr drüber gesprochen.
Station 3 möchten wir noch gar nicht verraten, aber Station 4 könnten wir schon mal aus dem Sack, die Katze aus dem Sack lassen. Darauf freuen wir uns, also freuen uns auf alle. Ah, ja. Es geht in die Berge. Im Alpenland, bei uns daheim. Ja, wir fliegen. Ja, wir fliegen. Wir machen richtig hier Jet Set live. Wir machen einen auf Robert und Carmen Geis und fahren. Ich überlege gerade, wer ich lieber wäre. Ich weiß es nicht. Schage! Und wir fliegen nach, wie heißt das nochmal? Ins Zillertal fliegen wir. Ins Zillertal. Aber du meinst nach Österreich hieß das Land. Nach Österreich. Ja, ja. Das gar nicht. Sag mal, jetzt nichts. Ja. Österreich, schönes Land. Freuen uns sehr, genau. Ich bin Marco, moin Marco, schon am Schreiben. Die freuen sich, haben schon gesagt, ja, wir planen schon was vorzubereiten für euch. Wir brauchen ja nichts. An alle österreichischen Brudis und Schwestis und vor allem Hipster und Hipsterin. Ja. Wenn ihr Bock habt, kommt doch mal rum. Dann kommt doch mal rum. Genau. Also lohnt sich nicht, uns zuzusehen, aber den Leuten da. Wir bringen Aufkleber mit. Wenn ihr einen Sticker wollt, dann kommt rum. Ja, also ich freue mich richtig auf Österreich. Das wird richtig mega. Ich freue mich auf den Flug mit dir. Auch geil, dass Leute sich halt aus Österreich melden und sagen, so kommt doch zu uns. Also ich meine, das ist schon ein bisschen absurd auch. So, was für Kreise das zieht. Also uns haben ja sowieso Leute von Gran Canaria, Mallorca, also von wo die überall schreiben. Wir würden gerne jede Box besuchen. Werden wir auch irgendwann noch machen. Aber wir wollen die Open-Tour auch gerne unter 10.000 Euro Reisekosten lassen. Das wäre hervorragend. Sonst müssen wir die nächsten 40 Jahre T-Shirts verkaufen. Und dann müssen wir zwischendurch, das ist auch so doof, ne? Wir haben ja genug Stoff und dumme Sprüche und dumme Tücher im Kopf. Wir könnten jeden Tag Scheiße sammeln. Machen wir ja auch. Wir könnten auch jeden Tag ein Video machen, ja, wenn es nach uns ginge. Aber Arbeit. Wir müssen aber irgendwie noch ein Modell finden, wie wir durch YouTube Money machen, damit wir nicht mehr zu diesem Ding hier, zu unserer Arbeit müssen. Heute ist Samstag, meine Frau wartet. Oh ja, mein Lüder muss jetzt gleich zum... Ich dachte, du sagst mein Mann, aber... Mein. Aber deine Frau wartet sicher auch. Ja, auf mich. Ich hatte noch irgendwas. Ich wollte sagen, nochmal vielen Dank an Voss für die Dosen und wie gesagt, nicht immer alles an Schagel schicken. Doch. Dann sehe ich davon nichts. Ich trinke die Dinger jetzt auch zum Schlafen gehen ganz gerne mal. Ich schlafe schlecht in letzter Zeit, ganz schlecht. Ja? Ja. Vielleicht halt... weiß ich nicht, woran das liegen kann, weiß ich nicht. Okay, so sag mal Tschüss jetzt hier. Die Leute sind schon genervt. Das ist der Moment, in dem du noch so viel hast und nicht vorspulen kannst, weil sonst bist du am Ende. Da könnte ja noch was Wichtiges kommen. Nächstes Wochenende ist unser Seminar. Oh. An alle Seminarteilnehmer, wir freuen uns derbe auf euch. Es wird mega. Wir haben so die eine oder andere Überraschung geplant. Und an alle, die nicht dabei sein können, freut euch aufs Video vom Seminar. Das wird mindestens genauso unterhaltsam. Und ich würde sagen, habt ein schönes Wochenende. Drückt dem HSV alle verdammten Daumen, die ihr habt. Leipzig wird heute mal... Die Dosen werden heute vom Regal gefegt. Das sag ich dir mal. So. So, komm, gib Gas. Liken, teilen, abonnieren, screenshotten, ausdrucken, Herz drauf an, alle Geschenke, Mama Bescheid sagen, alle krosse Hipster auf Doom abonnieren. Dies, das, Ananas. Mmh.